Okay. Voll die Lanze in den Kopf bekommen. Trossfell, Wachmann, Krawan, Bodok, Reiter. Okay. Was ist das für ein Schwert? 32, cool. Ach, dann nehmen wir die Bratwürste weg. Die nehmen wir hin. So. So, die anderen möchte ich auch mitnehmen. So. Jetzt. Mein Herrbund ist unverbesserlich disziplinlos. Weg damit, Lesalit. Nur weil er keine Disziplin hat, musst du ihn nicht necken. Ja, jetzt ist wahrscheinlich der Nordkrieg bald zu Ende. Okay, Dirim wird nicht länger belagert. Das ist die Stadt dort bei den Svadien. Die... Unser Dorf wird nicht wieder okay. Wieso geht es so lange? Oh Gott, oh Gott. Ich mach den Sound noch ein bisschen lauter. Weil ich auch den Sound leise gemacht habe. So. Dann hört ihr auch mal ein bisschen etwas. Weil bei mir ist es laut, aber bei euch in der Aufnahme ist es nicht so laut. Tut mir leid, aber das ist eben Fraps. Fraps hat auch manchmal ein paar Soundprobleme und so. Ein Fehler kommt nie alleine. Oder selten alleine. So, was bauen wir? Eine Botenstation. Ich hab... Was? Baumeisterfertigkeit? Ich habe jetzt erst auf 4 gelevelt. Ist es so verbuggt? Vergesst es. Eine Mühle. Was ist denn Baum... Ah nein, Baumeister ist eine andere Fähigkeit. Das ist Hand... Jetzt habe ich wirklich Handler hochgestuft. Das muss man hochstufen. Konstrukteur. Ich dachte, es gehört zu Handel. Okay, muss man Handel hochstufen. Aber Handel ist sowieso sehr gut. Weil es eben, wie gesagt, die Stufe höhere Handelsabzüge um 5% senkt. Also, dann machen wir hier. Reden wir mit dem Dorfältesten. Einige Vorräte kaufen. Nehmen wir das Brot mit. Wieso nicht? Auch wenn es ein bisschen teurer ist hier. So. Und jetzt gehen wir... Jetzt müssen schon fast nach Rejadin zurück. Um dort ein bisschen Ding holen. Weizen. Also Korn heißt es. Also gehen wir nach Rejadin. Sonst müssen wir halt irgendwo in ein anderes Dorf gehen. Nein, in eine andere Stadt. Endlich! Frieden! Puh, endlich Frieden. Da muss gleich gespeichert werden. Als Nordfrieden. So. Immer schön speichern. Cool, 400 Erfahrung bekommen. So, Lösegeldvermittler. Ich will jetzt hier diese Sachen verkaufen. Gut.
Ein Buchhändler, einen Reisenden ist hier. Marktplatz, Warenhändler. Ein Korn haben wir hier noch. Das andere Korn ist weg. Mist. Die haben das Korn gefressen. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht, wenn die das Korn einfach auffressen. Nein, Boja. Noch ein neuer. Was macht ihr denn hier? Marmun, das ist gar nicht der König. Das ist das gleiche, die gleichen Klamotten. Also gehen wir nach Dirim. Schauen wir nochmals die Aufgaben. 19 Tage, okay. Und die werden wir abbrechen, okay. Wir sind Deserteure, die helfen mir kurz. Komm schon, ihr schafft das. Gut, denen helfen wir. Oh, Ritter. Boom, boom, Plan. Ah, das sind noch die anderen. Töten wir die. Oh, hier ist ein Ritter. Töte den Ritter. Au! Das hat wehgetan. Nein, nicht entkommen lassen. Gut. Ah, das sind Waffenknechte, keine Ritter. Aber trotzdem stark. Und? Wo ist da noch ein Gegner? Okay. Die Axt ist blutig. Vielen Dank für eure Hilfe, Herr. Es war ein Glücksfall, euch dort zu treffen. Haha, Waffenknechte. Die Menschen. Jäger, ja. Die lassen wir. Okay. Ja, toll. So. Bruder, eine Frage an euch. Seid ihr der Befehlshaber dieser Kompanie oder ist es Lesalit? Im letzten Gefecht lief er uns Befehl zu, vorwärts, zurück, halt die Reihe. Als ich ihm beschied, er möge sich um seinen eigenen Kram kümmern, wollte er mich auspeitschen lassen. Hauptmann, der Mann hat bald einen Armbrustbolzen in der Brust, wenn ich das so sagen darf. Sagt Lesalit, dass ich eure Sache unterstütze. Okay, dann gehen wir weiter, kurz in dieses Dorf. Mein Herr, das Haus von Rolf ist einer der ältesten respektierten Familien. Ja, Bordeaux-Kunst. Unterstützen wir ihn gegen Bordeaux. Immer diese Kriege. Es nervt einfach. Okay, es sind zwei Korn und die sind nur 7 wert. Gut. Das sind Gain-Maiskörner. Okay, die haben genug Weizen. Jetzt gehen wir in dieses Dorf dann. Nach Amere. Wir haben fast keine Weizen, die haben so viel, Herr Gott. Wieso gebt ihr uns nicht ein bisschen Weizen ab, hä? Seid ihr so geizig? Swadien.
Das war auch beim Heiligen Römischen Reich so, dann waren die auch nie besonders gut, konnten nie Amerika entdecken und solche Sachen, weil sie einfach zu eigensüchtig war und dadurch große Fehler gemacht haben, immer Krieg hatten und so. Ja, ja. Nehmt euch ein Beispiel bei den Schweizern, die hatten seit 1450 keinen Krieg mehr. So bitte. Was ist denn so schwer? Braucht ein Mensch Krieg? Nein, er braucht keinen Krieg. Krieg ist Bullshit. Krieg ist für Schwächlinge, ja. Okay, die haben Krieg. Mir egal. Dann schauen wir hier noch. Hier ist nur Salz. Wie viel brauchen wir? Weizen, 4 Bündel. Wir haben 5 Bündel. Schaffen wir das bis dort, bis einer weniger Frist? Wir haben bald extrem viele Reiter. Okay, sie sind noch nicht weg. Jetzt müssen wir es schaffen bis dorthin. Kommt schon. Hallo Bauer. Tis mir. Solange als ihr kein Korn fräst, ist es gut. Ich komme, Tismir. Das Essen kommt. Gehen Mais, verseuchtes Zeugs. Tundra-Banditen angreifen, die sind zahlreich. Das ist nicht so gut. Wir müssen wahrscheinlich das Lager wieder suchen. Das sind einfach zu viele. Und angreifen. So, jetzt haben wir viele Reiter. Räuberschnitzel jetzt. Und Mani, das ist Stufe 6, cool. Cool. Okay. Noch mehr Banditen. Jetzt mal ein paar Sachen mitnehmen. Na, ja, das brauchen wir nicht. Ach Hauptmann, ein Kampf wie dieser lässt meinen alten Knochen quietschen, aber wir haben ihnen trotzdem ordentlich gegeben, was? Besonders Bunduk hat es ihnen gezeigt, fand ich. Nicht schlecht für uns beide, denke ich. Wenn man überlegt, dass wir zusammen wohl schon fast 100 Winter überlebt haben. Sehr gut.
Jetzt, da fehlt es da. Vier Bündel. Okay. Aufgaben. Tiere. Fünf Rinder. Okay. Kauft Vorräte. Nix. Dann gehen wir hier